Donald Trump verspricht Frieden in der Ukraine. Kann sein Plan die Weltpolitik ändern? Ja, hallo meine Lieben, hier der Adi von Translated Press. Ich grüße euch wie immer ganz herzlich aus der Ferne. Donald Trump hat nach seinem Wahlsieg erneut bekräftigt, den Ukraine-Krieg schnell möglichst zu beenden. Mit einem ambitionierten Friedensplan der Neutralität für die Ukraine und einen Waffenstillstand entlang der aktuellen Frontlinien vorsieht, verspricht er, die geopolitische Stabilität wiederherzustellen. Aber sein Ansatz sorgt für Kontroversen, während einige ihn als Isolationisten kritisieren, sehen andere strategische Überlegungen, die auf eine Neuausrichtung der US-Außenpolitik abzielt. In diesem Video analysieren wir Trumps Pläne, die Reaktion der internationalen Akteure und die möglichen Konsequenzen für die Weltpolitik. Wenn euch gefällt, was wir tun, dann bitte ich euch ein Abo und ein Like dazulassen. Das hilft, den Kanal weiter aufzubauen. Vielen Dank für eure Unterstützung. Anfang des Monats wurde Donald Trump zum Gewinner des US-Präsidentschaftswahlkampfes erklärt. Trump hat wiederholt geschworen, dass eine seiner ersten Aufgaben als Präsident darin bestehen wird, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Er bestand darauf, dass der Krieg niemals begonnen hätte, wenn er 2020 die Wahl gewonnen hätte, und versprach, dass er den Krieg innerhalb von 24 Stunden beenden würde. In diesem Video erklären wir, warum Trump den Krieg in der Ukraine beenden will, wie sein Plan dazu aussieht und wie er Zelensky und Putin an den Verhandlungstisch locken will. Bevor wir also auf seinen Friedensplan eingehen, lassen Sie uns kurz erklären, warum Trump den Krieg jetzt unbedingt beenden will. Das liegt zum Teil daran, dass Trump ein erklärter Isolationist ist und die Beendigung des Krieges oder die Beendigung der Unterstützung für die Ukraine gut zu seiner Basis passt, denn im Dezember letzten Jahres waren 48% der Republikaner der Meinung, dass die USA der Ukraine zu viel Unterstützung leisten, und diese Zahl ist seitdem mit Sicherheit gestiegen. Aber Trump oder zumindest seine Verbündeten haben auch eine tiefere geostrategische Motivation. Ein Forschungspapier, das zwei von Trumps ehemaligen nationalen Sicherheitschefs für das America First Policy Institute verfasst haben, gibt uns eine Vorstellung davon, wie Trump und Co. darüber denken könnten. Dem Papier zufolge gibt es im Wesentlichen drei Gründe, warum sie den Krieg beenden wollen. Erstens sehen sie angesichts der stagnierenden Frontlinie nur geringe Chancen, dass die Ukraine tatsächlich gewinnt. Zweitens bringt ein längerer Konflikt die Gefahr, dass das Bündnis zwischen Russland, China, Iran und Nordkorea gestärkt wird, wie der jüngste Bericht der NATO über die Stationierung von mehr als 10.000 nordkoreanischen Soldaten in Russland infolge eines Verteidigungsabkommens zeigt. Und drittens verfügen die USA nur über geringe Munitionsvorräte und müssen ihre Ressourcen für einen möglichen Konflikt mit China aufsparen. Das ist etwas, worüber der ehemalige Trump-Berater Elbridge Colby oft spricht. Infolge der Militärhilfe für Israel und die Ukraine sind die amerikanischen Munitions- und Waffenvorräte erschreckend niedrig. Und die RAND Corporation schätzte kürzlich, dass die USA im Falle eines Krieges um Taiwan ihre Munitionsvorräte innerhalb von nur 3 bis 4 Wochen aufbrauchen könnten. Nicht nur, dass es Jahre dauern wird, Washingtons Munitionsinfanterie wieder aufzufüllen, die Versorgungskette ist auch zu sehr von China und Russland für ihre Schlüsselkomponenten abhängig geworden, was die industrielle Basis der USA in eine prekäre Lage bringt. Aus diesem Grund will Trump den Krieg jetzt beenden. Werfen wir einen Blick darauf, wie er das eigentlich tun will. Bisher hat sich Trump geweigert, zu viele spezifische Details über seinen Plan zu nennen, aber zum Glück waren seine Berater und Verbündeten nicht so wortkarg. In einem Interview mit der Show Sean Ryan im September hat Trumps Vizepräsident J.D. Vance Trumps Pläne ziemlich klar gelegt. Im Großen und Ganzen enthielt Vances Friedensplan für die Ukraine zwei Elemente.
Erstens ein vollständiger Waffenstillstand entlang der aktuellen Frontlinie, die sich über 1300 Kilometer erstreckt, und zweitens die Neutralität der Ukraine. Laut Vance würde die erste Maßnahme ein Einfrieren der derzeitigen Frontlinien den Weg für die Schaffung einer entmilitarisierten Zone ebnen, vermutlich ähnlich der zwischen Nord- und Südkorea, die etwa 4 Kilometer breit und stark befestigt ist. Dies bedeutet, dass die Ukraine etwa ein Fünftel ihres derzeit von Russland kontrollierten Landes aufgeben muss. Dazu gehören die Krim, die Russland 2014 annektiert hat, etwa 80% der Oblaste Donetsk und Luhansk und etwa 70% der südlichen Oblaste Saporischschja und Cherson. Dies bringt uns zum zweiten Punkt von Trumps möglichen Friedensplan, der durch die Neutralität der Ukraine umrissen wird. Mit anderen Worten, Trump, Vance und Trumps Verbündeter Elon Musk, der Ende 2022 etwas Ähnliches vorschlug, sind der Meinung, dass die Ukraine nicht der NATO beitreten sollte, um den Westen nicht in den Dritten Weltkrieg hineinzuziehen und Putin nicht zu verärgern, der seit langem dagegen ist, dass die Ukraine der NATO beitritt und Russlands sogenannte Einflusssphäre verlässt. Im All-In-Podcast vom Juni diesen Jahres sagte Trump, dass Bidens feindselige Haltung gegenüber Russland und Amerikas Entscheidung, der Ukraine die NATO-Mitgliedschaft schmackhaft zu machen, ein Fehler war und der eigentliche Grund für den Beginn des Krieges. Einem Bericht des Wall Street Journals zufolge will Trump den NATO-Beitritt der Ukraine nicht unbedingt ganz ausschließen, aber vorschlagen, ihn um mindestens 20 Jahre zu verschieben. Dieser Friedensplan wird wahrscheinlich irgendeine Art von Durchsetzungsmechanismus beinhalten, wie die Entsendung von Friedenstruppen vor Ort. Trump argumentiert jedoch seit langem, dass Europa bei den Verteidigungsausgaben nicht mitzieht, was bedeutet, dass Europa höchstwahrscheinlich die Rechnung übernehmen wird oder seine Truppen einsetzen müsste. Das ist also der Plan. Aber wie würde Trump die Ukraine und Russland dazu bringen, dem zuzustimmen, da keine der beiden Seiten derzeit an Verhandlungen interessiert ist? Nun, Trump würde die Ukraine wahrscheinlich an den Verhandlungstisch zwingen, indem er droht, seine Unterstützung zu beenden oder seine Militärhilfe erheblich zu reduzieren. Zum Vergleich, seit Beginn des Krieges haben die USA mehr als 70 Milliarden Dollar an Militärhilfe ausgegeben. Und wenn Europa sich nicht wirklich engagiert, ist es schwer vorstellbar, dass die Kriegsanstrengungen der Ukraine ohne amerikanische Unterstützung weitergehen. Weniger klar ist jedoch, wie er Russland überzeugen kann, dem zuzustimmen. Man könnte zwar annehmen, dass Russland mit dem Plan sehr zufrieden wäre. Immerhin erhält es 20% der Ukraine und garantiert die ukrainische Neutralität. Dennoch bleibt er hinter den maximalistischen Kriegszielen zurück, zu denen die vollständige Annexion der 4 von Russland beanspruchten Oblastke im Jahr 2022, Luhansk, Donetsk, Cherson, Saporischschja gehört. Die russischen Streitkräfte kontrollieren derzeit nicht alle Gebiete in Donetsk, Cherson und Saporischschja, sodass ein Einfrieren entlang der derzeitigen Frontlinie nicht den erklärten Zielen Putins entsprechen würde, insbesondere wenn es eine größere Pufferzone gibt. Und der Kreml hat kürzlich sogar Trumps Behauptung, ein schnelles Friedensabkommen zu erzielen, als Hirngespinst abgetan. Sollte Putin Trumps Friedensplan ablehnen, wird es interessant sein, wie Trump darauf reagieren wird. Während viele Europäer und ukrainische Politiker befürchten, dass er Putin nur noch mehr Zugeständnisse machen wird, sollte man bedenken, dass Trump in seiner ersten Amtszeit trotz seiner gelegentlich freundlichen Rhetorik keine Angst hatte, Putin in seine Schranken zu weisen und tatsächlich der erste US-Präsident war, der die Entsendung tödlicher Militärhilfe an die Ukraine genehmigte. Trump verhängte außerdem Sanktionen gegen russische Firmen, die die Nord Stream 2 Gaspipeline in Deutschland bauten, ordnete Luftangriffe auf russische Söldnergruppen in Syrien an und trat aus mehreren Atomabkommen aus. Trump sagte letztes Jahr in einem Interview mit Fox News auch, dass er die Unterstützung für die Ukraine verstärken würde, um Russland zum Einlenken zu zwingen.
Er sagte, Zitat, ich habe Putin gesagt, wenn er keine Vereinbarung trifft, dann werden wir Ukraine viel mehr geben, als er jemals von ihnen bekommen könnte. Alles in allem sind weder die Ukraine noch Russland unmittelbar an dem Abkommen interessiert und es ist eine offene Frage, ob Trump in der Lage sein wird, sie dazu zu bewegen, aber er ist sicherlich ziemlich entschlossen, dies zu versuchen. Was ihr hier seht, meine Lieben, kommt direkt aus den USA und wir übersetzen diese Berichte aus dem Original amerikanischer Kanäle, deren Nachrichten ihr außerhalb der USA kaum zu sehen bekommt, wenn ihr kein Englisch sprecht. Translated Press ist ein Nachrichtenkanal, der sich seit Jahren der US-Berichterstattung widmet und Nachrichten übersetzt, die den Meinungsgrad der US-Bürger zeigt. Dafür werden wir immer wieder von YouTube zensiert und benachteiligt. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr diesen Kanal abonnieren und ein Like dalassen. Das hilft uns bei der Arbeit im deutschsprachigen Raum, die Meinung der US-Amerikaner so zu verbreiten, wie sie direkt aus den USA in die Welt geschickt wird. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Bis bald, euer Adi. Ciao, ciao.